du dich mal angesehen, ganz genau versucht zu verstehen, wer du bist. Du sitzt nur noch da, schaust dir YouTube-Videos an. Du schreibst krass OMG, was du so alles kannst. Doch hinter deiner Fassade steckt noch so viel mehr. Warten tausende Wunder, sie sind unversehrt. Hinter deiner Fassade viel mehr. Du wirst dich noch wundern, wenn du sie erfährst. Hast du dich mal umgesehen, ganz genau, diese Welt ist so groß, wenn du lachst. Und du sitzt nur noch da, schaust dir Insta-Bilder an. Du schreibst, wow, siehst du gut aus, da komm ich niemals ran. Doch hinter deiner Fassade steckt noch so viel mehr. Warten tausende Wunder, sie sind unversehrt. Hinter deiner Fassade liegt noch so viel mehr. Du wirst dich noch wundern, wenn du sie erfährst. Komm, lass es raus, komm, lass jetzt gehen, lass alles stehen, es ist dein Zuhause, alles was grau ist, machst du bunt aus. Komm, lass es raus, komm, lass jetzt gehen, lass sie es sehen, es ist dein Zuhause, alles was grau ist, machst du bunt aus. Denn hinter deiner Fassade steckt noch so viel mehr, so viel mehr. Warten tausende deiner Fassade liegt noch so viel mehr, so viel mehr. Du wirst dich noch wundern, du wirst dich noch wundern, wenn du sie Jo, hey Leute, das war mein neuer Song und ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Und ja, im Prinzip ging es mir bei dem Lied darum, dass es ziemlich viele, gerade junge Zuschauer auf YouTube gibt, die halt so YouTuber quasi fast vergöttern. Zum Beispiel Bibi eben, da wird mir fast schon schlecht, wenn ich immer sehe, wie viele junge Mädels da drunter schreiben, ah, oh, du bist die Schönste und ja, wie toll du aussiehst. Und ja, im Prinzip denke ich halt, dass viele sich dann selbst vergessen dadurch, weil sie halt ständig die Videos von diesen großen, tollen YouTubern angucken, anstatt sich eben mal selber auszuprobieren und vor die Kamera zu setzen und einfach mal zu gucken, ja, wer bin ich und was kann ich aus mir machen. Und ja, das finde ich halt ziemlich schade und da wollte ich halt mit dem Lied mal ein bisschen drauf aufmerksam machen, weil es eben doch relativ viele gibt, die halt denken, dass sie viel schlechter sind und dabei hat Bibi ja auch irgendwann mal ganz klein angefangen, wobei sie da vielleicht schon ein schlechtes Beispiel ist, weil die macht jetzt fast nur noch Marketing, aber eben auch jeder, der auf YouTube singt und Comedy macht, hat mal klein angefangen und ja, ist halt alles einfach mit Arbeit und Zeit verbunden. Und wenn man sich da nicht ausprobiert, dann kann man da natürlich auch nicht hinkommen.
Aber ich denke, dass gerade bei Musik und bei Gesang und Instrument lernen, dass sich da viele einfach unterschätzen, die das einfach mal ausprobieren müssten und sich da Zeit nehmen müssten. Und dann würden die das auch schaffen, was die Leute schaffen, die sie da quasi verehren, die sie sich angucken, die sie toll finden. Genau. Das war im Prinzip das, worum es mir in dem Lied ging. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen hoch oder schreibt was in die Kommentare. Bin schon sehr gespannt, wie ihr das findet. Und ansonsten könnt ihr auch gerne meinen Channel abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.